Kinder, hello kids, herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe Scuba English for Kids. Beim letzten Mal haben wir uns mit den ersten Teilen unserer Tauchausrüstung beschäftigt. Das war die Taucherbrille, der Schnorchel, die Geräteflossen und die Flossen. Heute möchte ich mit euch die erste technische Ausrüstung durchgehen. Dazu habe ich ein paar Ausrüstungsteile mitgebracht. Das ist eine Tauchflasche, dazu haben wir einen Atemregler und seinen zusätzlichen Bruder, den sogenannten Oktopus, schon mal da. Im Ausland, wir haben schon mal besprochen, ist es manchmal so, dass auf den Tauchschuhen und Tauchbasen Englisch gesprochen wird. Und das ist ganz wichtig und von Vorteil, wenn man weiß, wie der eine und andere Ausrüstungsgegenstand in Englisch heißt. Beginnen wir mit unserer Tauchflasche. Die Tauchflasche wird auf Englisch kurz und einfach Tank genannt. Tank. Diese Tauchflasche braucht aber etwas, um die Luft drinnen halten zu können, und um dass wir es steuern können, wann die Luft raus soll, haben wir oben ein Ventil. Dieses Ventil heißt dann auf Englisch Valve. Einfach Valve. So, ausgebildete Taucherinnen und Taucher wissen, dass wir die Luft, die sich da drinnen befindet, nicht so einfach atmen können. Wir benötigen dazu ein weiteres Instrument. Und dieses weitere Instrument ist unser Atemregler. Wir erinnern uns, das schließen wir direkt an die Flasche, an das Ventil an, um dann später die Luft einströmen zu lassen. Unser Lungenautomat, oder auch Atemregler genannt, wird im Englischen ganz einfach Regulator genannt. Im Englischen also, wir wiederholen, Regulator. Dieser Atemregler setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Wir nennen das die erste Stufe. Wir nennen das die zweite Stufe. Warum erste Stufe? Weil es das erste an der Flasche ist und weil es das zweite ist, wo die Luft rauskommt. Wie nenne ich das dann in Englisch? Sehr einfach. Erste Stufe, first stage. Zweite Stufe, second stage. Wiederholen wir, Atemregler ist Regulator, first stage, erste Stufe, second stage, zweite Stufe. Wie wir wissen, brauchen wir und haben wir beim Tauchen auf unseren Atemregler noch etwas zusätzlich angeschlossen. Immer für den Fall der Fälle, falls wir unter Wasser ein Problem mit der Atemluft haben, können wir unseren Buddy, also unseren Tauchpartner, mit Luft versorgen, indem wir ihm das zweite Mundstück reichen. Wir nennen das auch hier bei uns zu Hause ganz einfach diesen gelben Automaten Oktopus. Wie kann das jetzt auf Englisch heißen? Das ist gar nicht schwer. Oktopus ist auf Englisch Oktopus. Schreibt sich nur ein klein wenig anders. Also ganz einfach zu merken, der zweite Regler ist der Oktopus. So, beim nächsten Mal wollen wir uns mit weiteren technischen Teilen beschäftigen, wie zum Beispiel die Instrumente mit dem Finimeter, dem Kompass. Wie das dann auf Englisch heißt, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart, danke fürs Zusehen. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch bei Scuba English for Kids. Tschüss, grüß euch, Baba!